So, das ist die Arbeit von gestern. Stürze alle drin. Jetzt geht's nach oben hoch weiter. Jetzt fange ich an mit dem Zierverband. Jetzt bin ich ungefähr auf der richtigen Höhe. Und jetzt zeichne ich mir den erstmal an mit den Köpfen, weil die kommen jetzt 2 cm rausgesetzt. So. Und dann mache ich mir jetzt auf der unteren Schicht mal ein Kreuz. Jeden zweiten Stein, Kreuz, Kreuz. Dann kann ich das einmal durchzählen. Und dann weiß ich, mit welchen ich nach innen und nach außen anfangen muss. So, dann mache ich mal kurz fertig. Jetzt bin ich am Ende, auch mit dem Kreuz. Also heißt gleichmäßig, fange ich beide Seiten an, den Kopf rauszusetzen. So, bis gleich. Ne? Kreuz, gleichmäßig. Jetzt kommt hier die Schnur gleich ran und dann mache ich durch. Das wackelt ein bisschen auf dem Gerüst, deswegen wird das mit dem Film ein bisschen wackelig, also nicht seekrank werden. Stein hier rein und passt. Kreuz, Kreuz und weg. Sehr gut. So sieht das jetzt aus. Und jetzt kommt danach wieder eine Läuferschicht drauf, auch 2 cm rausgesetzt. Ja, dafür muss ich aber erstmal die Ecke nachholen. So. Hier kommt jetzt nochmal die Schicht raus, gesetzt die Läuferschicht, 2 cm wieder, so und so. Die kommt jetzt komplett durch, nicht mal im Versatz. Wollen wir mal, ne? Das ist die erste Ecke, schon rausgesetzt, der nächste wird dann, kommt so raus, so. Das mache ich aber morgen erst. We'll be right back.
nächste Schicht fertig. So sieht das so schon aus dem Detail von unten aus. Jetzt muss ich mir hier noch einen schmalen Streifen flexen, den ich hier hintermauer. Ja, es ist sehr arbeitsaufwendig, aber für die nächsten 100 Jahre sieht es gut aus. So sieht das jetzt aus hinter der Kulisse. Schön noch hinten hin auflagern. Wenn wir den jetzt umbiegen, dann liegt der wenigstens schön wieder drauf. Und der nächste kommt dann ja hier rüber. So, da bin ich gespannt. Oder mache ich wohl morgen. Ich muss noch auskratzen. Ja, und vorbereiten. 20 Uhr Feierabend. Die Vorbereitungen sind getan. Tschüss.